Hallo und schön, dass ihr wieder reinschaut zu einer neuen Folge The Witcher. Ich hatte das letzte Mal, was hatte ich denn gemacht? Mal kurz überlegen. Ich war unterwegs. Genau, begrabene Erinnerungen. Ich soll auf Mikuels Wunsch die Ghule in der Gruft töten. Das war unser Auftrag. Und ich musste dafür einen Trank der Katze brauen. Leider ist mir dann aufgefallen, dass ich den noch nicht kann. Ich habe mal nachgeschaut, es müsste eigentlich ein Rezept gegeben haben, was ich bekomme am Anfang, was ich dann wohl noch nicht gelernt habe. Irgendeine Schriftrolle oder so. Hier haben wir eine Schriftrolle. Höllenhundseele? Nö. Togul-Vertrag. Oh, Buch der Sch vielleicht das? Ah, hier. Katze, ermöglicht Nachtsicht. Na, dann ist es doch scheinbar das. Ne, Tagebucheintrag. Formel Katze. Sieht doch gut aus. Schön, dann muss ich jetzt hier hin. Und Alchemie auswählen. Alchemie. Tagebuch, Held, Karte, Inventar, Alchemie da. Katze. Pflaumendingtur, was? Starker Alkohol, qualitativ hochwertig. Kann ich. Achso, das mischt es automatisch. Und jetzt, wie wähle ich die Anzahl aus? Misch. Katze, misch. Ah, ich kann nur zwei machen, okay. Dann starte ich die Meditation und dann habe ich zwei Katzentränke. Und ich kann mich aufmachen zum. Zur Gruft und dort die Ghule bekämpfen jetzt, wenn ich auch was sehe. Das ist schon mal gut, dass ich da schon mal was sehe. So, los, lauf, Geralt, lauf. Das ist natürlich wieder ein schöner Weg bis dahinter. Aber ich hätte vielleicht eher schon mal genauer nachschauen sollen, was ich noch so im Inventar habe, anstatt wie wild in der Welt rumzurennen. Verschwindet das jetzt eigentlich aus dem Inventar? Was mache ich jetzt eigentlich damit? Ich kann das noch lesen, aber ich. Kann ich das dann noch verkaufen? Oder. Also langsam wird mein Inventar ja relativ voll und ich weiß nicht, was ich mit dem ganzen Zeug machen soll. Ich meine, das Zeug kann man ja essen, aber im Kampf. Aber braucht man ja rein theoretisch nur, wenn es eng wird. Habe ich auch schon mal gemacht. Hier ein paar Blümchen pflücken derweile. Während ich hier so lang lauf. Weberrohr, so hier. Grün, blau, gelb. Grün. Geht das jetzt nicht hier rein? Ne, da vorne dann erst, okay. Äffchen! Blau. Der Trank der Katze braucht irgendwas Gelbes. Auch blau. Und das ist grün. Nee, türkis oder so. Gibt keine gelben Zutaten. Gibt's nicht. Unmöglich an die ranzukommen. Na, hoch. So, dann nähern wir uns der Gruft. Gruft, 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 Gruft. Bei Lisa. Das hier vielleicht? Ja, das ist gelb. Schau mal einer an. Oder orange, wie auch immer. Dann sollten wir davon alles einsammeln. Weil das ja scheinbar selten zu sein scheint. Nehme ich das hier alles mit. Ist witzig, dass das sogar hier davor wächst. So. Dann können wir wieder in eine Gruft gehen hier. Hinein! Und jetzt können wir das endlich ordentlich erkunden. Ich muss jetzt hier gucken. Wo hat es mir denn jetzt hingetan? Tafelwasser, Katze hier.
Ja, das. Nein, Ah. Schön. Ich kann was sehen. Sehr gut. Ort der Macht. So, und was muss ich jetzt aber hier finden? Klimpert ein bisschen was rum. Oh. Hallo, Ghoul. Hallo? Warum darf ich den denn nicht looten? Zum Schiss. So, das hat man ja schon gelernt. Das Artzeichen. Ne, was auch immer. Leichnam. Da drinne Blaubeeren. Rivianischer Krieg. Orins. Würfelkästchen. Noch so ein Würfelkästchen. Den kann ich aber immer noch nicht plündern. Und da geht es ja angeblich noch weiter. Aber jetzt noch nicht, oder was? Da ist doch gerade da, cool. Wie komme ich denn da durch? Möchtet ihr tun? Ritual der Magie durchführen. Hier drauf vielleicht? Ja, dann weiß ich nicht, wie ich da durchkommen soll. Ganz schön doof. Ob es da noch eine Quest dafür gibt, wo das dann noch freigeschaltet wird, dass ich dort lang gehen kann oder so. Erstmal habe ich das ja erledigt. Erledigt. Hat ja nur noch ein Ghoul gefehlt. Die anderen haben wir im Dunkeln schon erledigt. Nun denn. Hier ist noch so ein Balisa. Nehmen wir noch mit. Und dann gehen wir zu Mikul. Auf, lauf schneller. Komm, sprinte. Ach, guck. Mit Alt kann man sich also anzeigen lassen, was es jetzt zum Einsammeln gibt. In der Umgebung. Schellkraut. Ja, na gut. Aber irgendwie schneller laufen kann er doch trotzdem nicht. Das dauert, ey. Laufe, laufe, laufe. Ich laufe. Zur Brücke und dann müssen wir noch über die ganze Brücke laufen. Salamandra-Lakai. Oh, ich glaube, die müssen wir noch töten. Haha. What's happening here? Lasst mich! Meine Werkstatt würde ich nicht für alle Schätze der Welt aufgeben. Oh doch, ihr werdet sie aufgeben, Alterchen. Sonst. Sonst was? Ein Hexer. Tötet ihn. Wohl kaum. Ein Hexer tötet ihn wohl kaum. Oh nein. Ist er nicht tot gewesen? Ihr gehört uns, Hexer. Ihr hättet die Salamandra in Ruhe lassen sollen. Diese Brücke wird euer Grab. Ich bin unschuldig. Tut mir nicht weh. Ich bin unschuldig. Tut mir nicht weh. Huh. Bösewicht. So, jetzt glaube ich, esse ich erstmal einen Happen. Regeneriert die Vitalität. Holla, die Waldfee, komm, hau ab. Euer letztes Stündlein hat geschlagen. Alter, was ist denn falsch mit dem? Brenne!
Ja, das sehe ich auch. Was kann ich denn einnehmen? Trankschwalbe. Nein! Habt ihr nichts verloren? Fuck. Generiert Vitalität. Nein. Habt Dank, was? Hexer, ihr habt mich gerettet. Was hab ich denn? Was? Mein Labor, meine Destillierkolben, meine Schätze. Das fehlt ein bisschen Zeit. Eigentlich habe ich so ziemlich abgekackt hier, dachte ich. Ich weiß nur zu gut, worauf sie aus sind. Um die gestohlenen Geheimnisse zu nutzen, brauchen sie Ausrüstung. Sonst sind die Mutagene der Hexer nutzlos. Fast hätten sie Kalkstein gehabt und seine Schätze. Fast hätten sie in Kaer Morhen Erfolg gehabt. Fast macht einen großen Unterschied. Wäre ich bei Wesemir und dem Furchtbringer geblieben, wäre ich heute vielleicht einer anderen Bedrohung begegnet. Sie kamen wegen mir. Ich habe vor einiger Zeit eine gewisse Entscheidung getroffen. Wenn ihr gewusst hättet, wie es ausgeht, hättet ihr anders gehandelt? Nein. 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 Es war die richtige Entscheidung. Und ich werde mich den Konsequenzen stellen. Das überrascht mich nicht. Ihr seht aus, als würdet ihr nie zurückblicken. Er redet voll gurmisch. Wenn ihr Zutaten für eure Tränke braucht, ihr bekommt Rabatt. Lebt wohl. Nein, sind jetzt die Leichen alle weg? Ich wollte doch plündern. Ihr hättet doch dem alten Mann nicht helfen sollen. Der kommt wieder und will reden. Was faselt ihr da? Der alte Mann redet und redet. Davon kriege ich Kopfschmerzen. Nächstes Mal steinige ich ihn. Das möchte ich euch nicht raten. Er ist ein mächtiger Alchemist. Der Hauptmann sagte, lasst nur die mit Pässen durch. Ich weiß, ich weiß. Morgen schicken die mich zum Mühlentor. Dann stehe ich da. Wenn ihr einen Pass habt, dann schaut mal vorbei. So. Aha. Ich muss auch noch meine Quest abgeben. Die Ghule in der Gruft sind erledigt. Die Ghule in der Gruft sind erledigt. Tausend Dank. Hier ist ein Monatslohn. Ha, die Jungs werden überglücklich sein. Die wollten in der Gruft nach Schätzen suchen. Eine der Wände einreißen. Ich fand den Leichnam einer jungen Frau im Inneren. Die Ghule wollten sie holen. Junge Frau? Nein. Das darf nicht wahr sein. Meine Ilsa? Ich liebte sie so sehr. Ihren Namen kenne ich nicht. Anscheinend hat sie sich vergiftet. Nein, nein, nein! Das war diese abscheuliche Hexe! Diese Teufelsnutte hat meine Ilsa vergiftet! Nein! Teufelsnutte. Euer Verlust tut mir leid. Aber ich muss jetzt alles über die Salamandra wissen. Die haben Pässe, oh ja. Lasst mich in Ruhe. Ihr habt den bösen Blick, ihr bringt schlechte Kunde. Hinfort! Vergesst nicht, dem Geistlichen zu sagen, dass ich diese Ghule erledigt habe. Lebt wohl. Lebt wohl. Wow, der hat zwei Orens dabei gehabt. Krass. Was haben die denn hier bei Salamandra-Brosche? Chimärisches Stolzschwert. Na schön. Gut. Also die wollen jetzt... Die wollen jetzt...
die Wände in der Gruft einreißen. Das heißt, ich gucke nochmal in der Gruft vorbei. Vielleicht komme ich dann da jetzt weiter. Es gerade eben ein Stückchen zumindest so. So, der Kampf gerade eben war aber ein bisschen nicht so cool, fand ich. Ich fand den ein bisschen krass. Eigentlich wären die Wachen da nicht gewesen, wäre ich gnadenlos gestorben. Und ich hätte nicht wirklich gewusst, was ich anders machen soll, weil dieser Typ mit seinen Caster, die schleudert der auf mich. Und so direkt ausweichen, weiß nicht, ob das geht. Zumindest nicht den Blitzen auf dem Boden. Und das hat er ganz schön Schaden gemacht. Naja, mal schauen. Jetzt ist er zumindest tot. Aber ich dachte eigentlich, der wäre schon mal tot gewesen. Also von daher, freue mich, ob der nochmal wiederkommt. So, Trank der Katze wirkt noch. So, schau mal an. Haben sie den Weg freigeräumt und sind dann gestorben. Die Armen. Bam. Cool. Anderer Ghoul. Noch ein Ghoul. Was mache ich denn, wenn der mich da von der Seite angreift? Na, weg mit euch. Was cool wäre, wenn man die noch irgendwie wegtreten könnte. Brenne! So, gut. Brauche jetzt bestimmt das hier und dann gucke ich mal in die Überreste rein und wir haben hier Monstrositäten Monstrositäten-Lymphe. Na, von mir aus. Die lassen sich alle nicht plündern, aber ich brauche doch Ghoulblut. Das kann man kaputt machen, gut. Der einer rausgehüpft? Nee. Irgendwas? Nee. Nur eine Holztruhe. Am Start mit ein wenig Orenz. Wahnsinn. Doch so viel. Ist schon krass. Schon ziemlich krass. So, was haben wir hier noch? Da liegt noch eine Leiche. Was hat die dabei? Gänseschmalz. Na schön, Dank auch. Das brauche ich doch unbedingt. Und weiter geht's. Der Gruft. Brauche ich nicht Ghoulblut oder irgendwie sowas? Oh, hi. Hup. Hup. Mal aufhören. Letzter Schlag. Zweier-Kombo. Dreier-Kombo. Und letzter Schlag. So. Was ist hier so drinne? Nix außer die zwei Ghule. Wie es aussieht, kann ich die jetzt plündern? Den kann ich plündern. Den nicht. Habe ich nicht noch irgendwas hier? Ghoul-Vertrag. Blut von 5 Ghulen. Ist das gelbe Zeug da? Blut von Ghulen? Nö, ne? Wo geht's jetzt hier noch hin? In die Halle. Na schön. Ach, hallo, Ghul. Na, wie geht's so?
Alliop. Was? Das ist gar kein einfacher Ghoul, fuck. Sag das doch. Was hab ich denn noch für aktive Effekte? Schwalbe, Vitalität wird regeneriert, hoch. Dann will ich hier noch was essen. Aua, nee, oder? Fuck, 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 fuck. Oh, Zrill. Lass mich mal in Ruhe, Kollege. Hilfe! Da oder ist es schon weg? Wenn ich jetzt hier noch was esse, Wie lange hält denn das? 10 Minuten. Dunkel sehen. Zeichen Intensität. Hey, Orzel. Ach du Scheiße. Halt doch die Klappe. Halt doch. Oh fuck. Ja. So, wie mache ich das denn am dümmsten, so einen Kampf? So, jetzt mal so. Einfach so. Aus Interesse halber. Kann ja über den drüber hüpfen, Wahnsinn. Oder was bringt mir das? Das ist ja gut, wenn er nicht widersteht. So, und jetzt? Der hält aber auch tierisch viel aus, ne? So, müssen wir warten, bis unsere Energie wieder da ist und dann können wir wieder her das wirken. Oh, das war ein Execute, würde ich sagen. Mein Freund. Alkuhlkopf. Mal Questkönig, muss ich Trophäe zum König Jägers, königlichen Jägersmann bringen. Aha. Achso, das war schon noch eine Quest, die noch gar nicht für mich gedacht ist, glaube ich. Und was hat er gedroppt? Das hier oder was? Leichengift? Okay. Dann habe ich die Quest schon vor ihrer Zeit erledigt. Nun denn, warum nicht, ne? Was auch immer. Gut, 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 gut. Ghoulblut haben wir aber immer noch nicht. Doof ist. Ich gucke mich noch fix hier um. Ist noch eine Truhe. Hier ist nichts mehr. Da müssen noch ein paar Steinchen weggeräumt werden, bevor ich hier weiter kann. Oh, eine Fackel. Guck mal an. Die kann man anstatt diese Waffe da ausrüsten. So. Jetzt haben wir ja den Trank der Katzenaugen und wir sind hier fertig, würde ich meinen. Alles geplündert, was es hier zu plündern gibt. Keine Ahnung, ob es hier noch irgendwas Interessantes gab. Glaube nicht.
Nur irgendwelche Tränke, weißer Honig und so weiter. So. Also gehe ich noch fix hier raus und dann beende ich die Folge. Weil dann geht es nämlich in der nächsten Folge weiter mit, dass wir zurück zum, na wie heißt der? Zu dem Priester oder was auch immer das ist, gehen. Denn wir haben unsere, also ich habe die drei Aufgaben ja erledigt. Das heißt, ich müsste dann auch einen Pass für das Tor bekommen. Und müsste dann nach Vizimia gelassen werden können sein. Ja, schön, dass ihr reingeschaut habt. Und in der nächsten Folge geht es dann, wie gesagt, so weiter, wie ich es gerade erläutert habe. Bis dahin. Tschüss.